Justin, ich komme gleich in Discord. Aber erstmal möchte ich hier noch ein bisschen. Dann ernten. Ah! Yes, you have right. I've got Vergiesis. Ich brauche eine Tonne. Ich würde einfach eine Trommel. Nicht. Luck, was ist los? Ich brauche. Und wie gesagt, ich glaube auch, man lobt sich generell viel zu wenig gegenseitig. Das ist ja keine Schande, wenn man sagt, ey, ich finde das cool, was du machst. Oder, ey, ich finde. Es muss nicht mal sagen, dass es cool ist. Gut, ich bin doch wieder da. Nerebor, du bist immer herzlich wieder willkommen. Selbst wenn du mal nicht da sein solltest, wenn du mich langweilig findest oder uns langweilig findest, wenn du auch beim Chicklife oder so nachschaust, dann, ne? Aber du bist immer herzlich willkommen. Egal, wie gemein du zu mir bist. Oh, das geht schon so? Cool. Cool, Brudi. Cool. Der Lachs läuft. Ich brauche noch nicht mal eine Verbindung. Aber ich mache sie trotzdem, weil es geht. Insert hier. Extra hier. Immer aktiv. Tschö. Viel Spaß. Ja, und deswegen, also so ein bisschen Real Talk mal zu machen zu diesem Thema, finde ich unglaublich wichtig. Weil, wie gesagt, viele, 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 viele wirklich gute Streamer sind wahrscheinlich daran verloren gegangen. Und werden auch immer wieder daran verloren gehen. Also. Ist nicht negativ gemeint, aber das ist halt. Ist halt so das tägliche Brot. Wie gesagt, ich habe unglaublich viele gute Journalisten auch gesehen, die einfach daran zugrunde gegangen sind, weil sie keine Unterstützung hatten. Und das Lustige ist, ich habe nur noch 10. Ach so, weil du. Ach so, ja, oh Mann. Du musst danach ins Bett, gell? Schade. Lass ein Follow da lang. Sure. Genau. Ich wollte halt nur noch mal sagen, ich habe viele gute Journalisten daran zerbrechen sehen, würde ich schon sagen, die gesagt haben, ich kann keine Texte schreiben, weil die Leute mich einfach nur noch hassen. Es ist wirklich krass. Schule, morgen und dann wieder die Putzscheibe fliegen. Alter, es tut mir noch immer leid, dass du die Scheibe kaputt gemacht hast. Das ist echt übel, Alter. Ja. Und viele gute Journalisten sind daran zerbrochen gegangen, weil die Menschen immer schlimmer werden im Journalismus. Also die dir eigentlich dein Feedback geben wollen. Ich will nicht sagen, dass die Presse immer das Beste macht. Keine Frage. Darüber kann man sich immer streiten. Aber was die Menschen mit den Journalisten machen, ist teilweise nicht minder schlimm. Och komm, geht doch alles mal rüber. Und deswegen, ich, bin da auch mittlerweile abgeneigt. War das sehr bequem? Sehr gut, zumindest das. Selenium-Drucker. Und mittlerweile muss man auch sagen, sehr, 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 sehr viele Journalisten halten auch zusammen. Also zum Beispiel, wann war das? War das jetzt auch schon in Chemnitz? Ich muss mal meinen Kollegen fragen, ob das schon in Chemnitz auch war. Also, ob das auch in Chemnitz stattgefunden hat, aber das ist so ein generelles Phänomen bei den, also bei den richtigen Berufsjournalisten, die dann halt auch wirklich vor Ort sind, ne? Also die Berichterstatter. Und er meinte dann halt so, die Polizei ist natürlich auch ein bisschen gegen die Journalisten vorgegangen. Und das führte zu einem ganz großen, großen, großen Problem, nämlich die Journalisten wurden halt weggedrängt. Und die haben wirklich aufeinander aufgepasst. Die haben sich halt dahingestellt und sich, wie soll ich sagen, und wie mich angeschaut hatten. Das glaube ich dir sofort. Haben die dir auch ein Like da gelassen? Die 35 Leute aus Mitleid, so weil du gegen die Scheibe geflogen bist. Das war ein geiles Marketingkonzept im Übrigen. Und die haben, also nochmal zurück zu dem Thema, das ich eben hatte, und die haben tatsächlich Menschenketten gebildet, weil sie gesagt haben, ey, wir wollen so nicht von der Polizei behandelt werden. Und wärst du da alleine, du wärst da untergegangen, ohne Mist.
Du wirst nicht glücklich werden. Also, du musst dir überlegen, die Polizisten schieben dich weg, weißt du? Und die sind wirklich ruppig. Und dann sagen die halt, ey, willst du meinen Presseausweis sehen? Na? Und die sagen, natürlich ist das ein bisschen für Sicherheit. Das sind die Köpfe voll am Burnen, einfach nur, weil irgendwie jeder die Welt gerade retten will. Und dann plötzlich halten die ganzen Journalisten zusammen, halt, machen eine Menschenkette und sagen, halt, macht ihr nicht mit uns. Und deswegen finde ich das so unglaublich wichtig, schon allein in diesen Live-Situationen, also wo es wirklich teilweise um Verletzungen geht, um Leben geht. Also man weiß ja nie, was passiert dabei. Ich möchte nicht den Teufel an die Wand malen, aber man weiß nie, was passiert. Und der Punkt ist dann halt einfach, dass die dann zusammenhalten. Und ich glaube, dieser Zusammenhalt kann auch in einem Stream stattfinden. Nicht so radikal. Es ist ja nicht so ein radikales Problem. Na, also wäre es jetzt ein radikales Problem, würde ich sagen, okay, wir müssen noch mal gucken, hier streamen, ne? Also ob wir da wirklich unser Leben aufs Spiel setzen wollen. Das ist es ja nicht. Aber schon alleine diese Motivation, auch wenn man wirklich Flying Glassman, wenn man auch wirklich in diesem Konflikt ist, auch mit zum Beispiel Hatern oder so, oder vielleicht noch nicht mal Hatern, vielleicht einfach auch schon deine Kindern, die einen bei Minecraft spielen, total nerven, dann denke ich, ist da schon Zusammenhalt nötig. Und auch die Motivation. Es ist klar, dass zum Beispiel, wenn der Justin, keine Ahnung, mit dem Arsch gegen die Scheibe fliegt und dann unglücklich ist, das ist klar, dass man den aufmuntern muss, vielleicht ein bisschen. Gut, er lacht jetzt drüber, ja. Aber es ist klar, die Menschen brauchen auch diese Zuwendung. Und hinterm Streamer steckt noch immer ein Mensch. Und würde dieser Mensch so nicht existieren, dann wäre er auch kein guter Streamer. Deswegen denke ich, dass jeder seine Probleme hat. Und deswegen ist das Zusammenhalten so wichtig. Und deswegen auch die Idee davon. Es ist eigentlich ein ganz einfaches Prinzip. Haben wir Gneis? Können wir da komprimierten Stein herstellen? So. Oh Gott, so viel. Boah, ist gar nicht mal so viel gerade. Das müssen wir alles reinschmeißen. Oh, oh, okay. Cobblestone, irgendwas. Und ich glaube, das erleichtert vielen nochmal irgendwas. Es ist halt auch so, ich erinnere mich an eine Situation, deswegen auch dieser krasse Gedanke. Ich erinnere mich gerne an meinen Rapper-Onkel, weil er von Kollegen wirklich krass betrogen wurde. Ja, Prinzip ist einfach, die Umsetzung nur leider nicht. Ja, eben, wie man sieht, eine kleine Gruppe Streamer, das reicht schon vollkommen. Ich glaube wirklich, das reicht am Anfang erstmal vollkommen. Und diese Unterstützung, die man dabei hat, am Anfang braucht man es nicht. Nicht mehr. Und es reicht auch für später vollkommen. Ich denke halt, ja. Ehrenbruder, ich schwöre. Eben. Also ich glaube aber auch, wenn sich alle fair dran halten und wissen, wie viel der andere wert ist, weißt du, wie gesagt, ich erinnere mich gerne an meinen Onkel, der wirklich zerbrochen vor mir in der Bar saß und gesagt hat, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Und ich zu dem gesagt habe, weißt du was? Ich bin für dich da. Es ist mir egal, was die anderen über dich sagen. Ich bin für dich da. Und ganz ehrlich, soll die Welt zusammenbrechen. Ich stehe an deiner Seite. Was anderes hat dieser Mensch in dem Moment nicht gebraucht. Und ganz ehrlich, ich bin so froh, dass er heute noch Musik macht. Der ist wirklich ein talentierter Musiker. Na, aber das muss man halt auch erstmal machen. So, jetzt machen wir ganz viel Knochenmehl. Wir können hier alles reduzieren. Na, guck mal, wie viel Zeug wir hier haben. Alter. Mit dem Knochenmehl können wir aber die ganze Welt bepflanzen, ne? Das ist glukosehaltig. Glukosehaltig. Was ist glukosehaltig? Alter. Du machst mich verwirrt. Du machst mich verwirrt. Nee, hier haben wir nichts mehr. Ja, es zieht alles rein, gell? Es dauert halt ewig. Ohne Mist. Das ganze Lager leert sich, das finde ich schön. Ich überlege gerade, ach so, wir müssen noch ein paar
1K-Dinger machen. Da. 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 Okay, wir haben keinen reinen Zertusquarz mehr. Das ist blöd. Das ist wirklich blöd. Das ist wirklich blöd. Was haben wir dafür gebraucht? Wir haben keine Kalkulationsprozessoren mehr. Das ist nicht gut. Ja, voll. 2x16. 2x16 ist genug. Die Welt. How much is the fish? Da. Die Dinger will ich machen. Und dann noch eins. Ja. Also ich würde mal sagen, das läuft hier, ne? Die Kassetten laufen. Beschwer mich nicht. Das ist voll. Jugendwörter sind sogar Glykosehalt. Was meinst du? Ich verstehe dich nicht, Alter. Echt nicht. Glykosehaltig. Was meinst du mit glykosehaltig? Ich bin dafür zu alt, glaube ich. Ja, wir haben noch viele Bücher. Das kann ich eigentlich alles drüber werfen. Ich muss meine Achselfasching. Mein Achselfasching wieder rasieren. Ach, Justin, du machst mich traurig, wenn ich sowas lese. Langscheid, Jugendwort des Jahres. Gab's wieder ein neues Jugendwort? Alter. Ich eier hier gerade echt nur rum, aber. Ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Können wir noch davon machen? Ja. Einen. Zertusquarz. Wir haben kein Zertusquarz mehr, kann das sein? Ich will ja nichts sagen, aber. Ja. Zertusquarz? Oh, wir können noch ein paar mehr machen. Was ist los? So. Und daraus können wir. Ah, jetzt brauchen wir diese Kalkulationsprozessoren. Und dafür brauchen wir reines. Rein. Haben wir nicht. Okay. Ja, krass, ne? Also, guck mal. Hier, all das, was hier drin ist, das hatte ich vorhin in den Schränken gehabt. Also, ne? Das zieht noch ein bisschen raus. Du siehst 77, das pulverisiertes Eisen zum Beispiel. Und so Sachen. Das zieht sich jetzt halt durch, ne? Ich kann jetzt auch mal gucken, ob ich Erze. Guck mal, ich kann hier alle Erze einmal querbeet durchziehen. Golderze, Kupfererze. Ich kann Silber, ich kann schillernde Erze. Hier nochmal die Stackies. Die schmeiße ich jetzt hier rein. Achso, Moment, ich brauche Feuersteine. Ganz dringend, sonst mache ich hier alles kaputt. So. So. Und die ziehen sich jetzt durch. Die ganzen Erze. Kommen als Pulver wieder hier rein. Und dann kann ich, wenn ich Bock habe, das alles wieder einschmelzen. Super Idee. Das Coole ist, ich weiß nicht, Nico, ob du schon da bist. Warst? Ich glaube nicht. Es war nämlich so gewesen, also es ist Tatsache, wenn ich die Erze hier reinwerfe und ich Feuersteine habe, kriege ich mehr Output. Also das heißt, es kann auch mal sein, dass ich drei Kupfer bekomme aus einem Block. Das bedeutet für mich, und das ist richtig geil, wenn ich aus einem Kupfer drei Staub bekomme, habe ich drei Barren. Muss man auch mal dran denken, gell? Also das sind so die kleinen Tricks. Und jetzt hier zum Beispiel Zinnerz kann ich reinwerfen. Na? Jo, ich werfe ein bisschen Eisenerz rein. Wir haben genug Eisenstacks, aber was soll der Geiz? Und du siehst, das läuft jetzt alles schön durch und ja. Oh ja, die nehmen wir mit. Dann habe ich hier einen. Ne, habe ich hier im Trichter. Hier im Trichter sollte immer einmal Feuerstein sein. Damit das auch schon durchfließen kann. Na? Damit das auch konstant bleibt. Erz. Nee, Alex, aber wenn du mich verstehst, dann sag es mir. Bist du auch in Igers? Was ist ein Igers? Das klingt wie eine Hautkrankheit oder sowas.
Alter, was meinst du? Wirklich, ich hab dich nicht verstanden. Diese Jugendwörter. Ah ne, Bauxit kannst du nicht ziehen. Typische brauche ich nicht. Silber. Ein. Ist nicht dein Ernst. Wenn das eines der Jugendwörter ist, die dieses Jahr irgendwie einen Rang gewonnen haben, dann fange ich an zu schreien. Sorry. Es ist schlimm. Es ist so schlimm. Es tut mir so weh. Stein, wie sieht's denn an dem Moment? Kann ich komprimierten Stein machen? Komprimier. Ah, Moment, 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 Moment. Guld. Ah, ne. Ach. Wenn man jetzt zwei Konsolen hat, geht das so schwer. Gold und ich brauche die Logic-Teile. Viel Spaß. Ich könnte noch 10 davon machen, gefühlt. Ja? Wie heißen die Dinger? Gravur. Erweiterte Gravurmaschinen. Gravur. Okay. Dafür brauche ich klebrige Kolben und Fluxkristalle und ach Gott. Ach, weißt du was? Lass die mal durchschlafen. Ja, ne? Das kann dauern. Okay, sorry, Nightbot. Oh, questionable judgment. Stop spamming symbols. Ja, Justin, kannst du mal gucken? Ja, ich küsse deine Augen. Übrigens, kleine Sache. Ne? Ich küsse deine Augen ist eigentlich, also, was heißt, ist eigentlich, kennt man eigentlich auch in Osteuropa. Es ist was ganz Normales. Ich küsse deine Augen oder ich küsse deinen Nacken oder sowas. Das ist gar nicht normal. Also von daher war das jetzt für mich nichts Neues. Das kann ja durchlaufen. Ich überlege. Alter, das ist jetzt hier. Das dauert. Ich mag sowas nicht. Einwarpen. In eine Decke einrollen wie ein Rap. Einrappen. Rappen kann ich auch. Was? Nein. So. Ich rappe die ein. Ja. Ich könnte eigentlich, weil es gerade Spaß macht, ein bisschen hier alles einmarmorisieren, was nicht in Marmor gelegt worden ist. Also hier die beiden. Sieht nämlich unsexy aus irgendwie. Die Decke. Ich bin halt so ein Fan von Gleichmäßigkeit. Da. Hallo. Da. Okay. Fertig. Das ging ja echt schnell, krass. So. Ja, da läuft der Lachs. Könnte ich irgend. Habe ich irgendeinen Staub noch da? Hoppala. STA-Staub. Ich könnte Glowstone-Staub nehmen. Eisen. Pulverisiert. Oh, sorry. Ja. Nehmen wir mal Jolt. Nehmen wir Alu. Passt schon. Machen wir erstmal Jolt. Oder? Machen wir den Rest später. Logic-Prozessoren laufen. Du auch auf Insta? Oder halt. Nee, nee, er ist auch auf Insta. Brian. Alter, diese Wörter. Das ist ja eine Katastrophe. Hier können wir zumachen. Ich würde am liebsten hier den Boden schön machen. Aber so schnell wird es nicht schön. Ich kann ja hier schon mal ein bisschen was anfangen. Ich glaube, ich mache das hier auch in Marmor. Der sieht ein bisschen schöner aus. Okay. So. Okay. Ah, Hilfe. Oh Gott. Muss ich hier alles noch mit Marmor ausklären? Ah, okay, das nicht. Da kann ich noch Marmor dran. Da kann noch Marmor dran. Da kann noch Marmor dran.
Es krummelt. Schön. Da kann noch Marmor dran, da kann noch Marmor dran. Da kann noch Marmor dran, da kann noch Marmor. Ich muss hier irgendwie noch raus. Marmor, Marmalade, Marmalade. Da, 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 da. Und. Eben. Hallo. Ja, komm raus. Hey. Sehr gut. Das sieht schon mal etwas besser aus. Oh nein, der Jet ist modfree. Krakenfitch, hi. Grüß dich. Wie geht's dir? Alle fit? Ich hoffe doch mal. Okay, dann modfreier Chat. Viel Spaß beim Blödsinn schreiben. Ich freue mich. Hauptsache, ich schreibe was. Ja, wobei, wir haben ja noch den Nightbot hier. Also der passt noch ein bisschen auf. Und Krakenfitch, wie geht's dir? Gut, ich hoffe doch mal. Unter der Kiste Marmor vergessen. Ich habe das extra so gebaut. Oder, achso, und wenn? Ich habe, glaube ich, 200 Stacks oder so davon. Sorry. Also, ein bisschen viel mehr. Ich mache mal den Boden erstmal hier schön weiß. Aber schön. Aber mir geht es ganz gut. Danke der Nachfrage. Soweit, soweit. Ne? So läuft es halt. Oh, hier darf ich nicht runterfallen. Hui. Dahin. Oh Gott. Dahin. Ich habe jetzt sehr, sehr viel zu marmorisieren. Also, ich meinte, dass du ein Loch hast. Loch in der Hose? Ich muss gleich mal schauen, was du meinst. Also, ich muss gleich mal schauen, wo dieses Loch ist. Also, mit dem Marmor und... Ach, du weißt, was ich meine. Wenn du dieses Loch hier meinst... Wenn du dieses Loch hier meinst, da ist eine Treppe drin. Wenn du ein anderes meinst, muss ich mir das gleich anschauen. Einstein, hab ich gesagt. Interessiert mich nicht. Ach ja. Diesen Namen, jetzt ist das Lustige. Diesen Namen kenne ich schon. Ich habe vor kurzem Twitch-Zusammenfassungen gesehen und dann kam genau dieser Name. Herzlichen Hallo erstmal. Und ich werde diesen Namen nicht aussprechen. Oh, der ist dreist. Der ist dreist, der Name. Du bist ein Fuchs, du. Nein, bei der Kiste. Ach so, nee, da kann ich nicht. Also wenn, dann kann ich hier noch was legen. Aber hier geht halt eine Item-Leiter durch. Deswegen sieht das so komisch aus. Ach ja, wie schön. Aber trotzdem, ich muss dem Kollegen hier, der gerade gefollowt hat, muss ich einmal kurz loben. Weil so kreativ muss man erst werden. So kreativ muss man erst werden. Also von daher. Übrigens, ihr könnt gerne mal versuchen, den Namen auszusprechen. Ihr werdet recht früh darauf kommen, was dieser junge Herr oder diese junge Dame meint. Das klappt wundervoll. Also von daher, ein Hoch auf dich. Ja, der Nico hat es gleich gemerkt, ne? Ja, ist geil, oder? Der Name ist gut, ne? Aber leider hat das bei mir nicht funktioniert. Ja, gell? Da braucht man ein bisschen. Wie gesagt, ohne Mist, wäre das jetzt, hätte ich das nicht gewusst, hätte ich den Namen ausgesprochen. Ich habe das nämlich im ersten Stream auch, also nicht im ersten Stream, sondern ich habe es auch gemacht, als vor kurzem jemand hier, wie soll ich sagen, als ich diese Videos geguckt habe, so, sorry, ich musste mich gerade ein bisschen konzentrieren, ob ich das hier auch mache. Und da musste ich schon lachen. Und dass dieser Name hier in diesem Stream auftaucht, krass. ich freue mich ein bisschen, ich freue mich ein bisschen. Tatsächlich. Ach ja.
Leider ist der Name halt jetzt schon, ja, ausgelutscht. Den Witz dürfte ich jetzt auch durch den Kopf gehen lassen. Aus diesem Wortwitz. Na, hier noch was und hier noch was. Perfekt. Da haben wir zumindest den Boden ein bisschen schick, ne? Ja. Also der Boden sieht schon schön aus. Das Schöne ist, ich habe kein Problem mehr mit Nacht, weil... Moment, ich zeige euch, was ich meine. Ich mache hier gerade mal alles weg. Ihr werdet gleich merken, wie dunkel es wird. Mhm. Wisst ihr was, die Etage machen wir jetzt. Nirbo, kannst du mal im Inventar schauen, ob du Ender.io drin hast? Und wenn ja, mal... Ender.io. Ja, Ender.io habe ich. Ich musste gerade mal schauen. Seeds. Welche Seeds meinst du? Existierende Items Filter. Ausgelutscht. Da hat die verstanden. Oh, wie schön. Es sieht nicht so aus, als ob ich diese Seeds habe, die du meintest. Ich kann ja mal alles mal durchgehen. Also, es ist leider. Oh Gott, ich bin rausgetappt. Sorry. Okay, wieder rein. Basis, dynamische Kristalle, anziehende Kristalle. Hier sind die ganzen Kristalle. Erfahrungsstab. Nein. Also Nirbo, ich glaube, es ist nicht dabei. Gequälter Enderman-Kopf. Wie hieß es nochmal? Okay, Lee, ist ein Ender-Ordon. Ah, okay, gut. Hab ich nicht. Was ist das eigentlich? Diese, wie heißen die Dinger nochmal? Ich muss gerade mal. Kann ich Ender-Ordon? Ja, du weißt. Würde ich gerne mal wissen, was das ist. Deswegen. Okay, ihr seht, wie dunkel es ist. Hey, es ist hell. Deswegen kann ich jetzt auch die Dinger einfach abreißen. So. Oh, wir brauchen noch ein bisschen Marmor. Ja, dann holen wir doch noch. Okay, hat sich erledigt, ja. Ich hab nochmal geguckt, ob du was Neues geschrieben hast, aber wie sehe ich nicht. So. Marmor. Marmalade. So. Und jetzt geht der Spaß los. Brauchst du für die Speichermedien oder für die Speicherbank? Speichermedien? Was meinst du? Für Energie? Für die hier? Für die Dinger hier? Da habe ich eigentlich hier hinten meinen Kollegen. Der ackert sich auch gerade durch. Meinst du den? Ich frage nur für einen Freund. So. Fangen wir oben an. Wenn das hier fertig ist, ey, dann mache ich drei Kreuze. Nee. Okay. Smokey. Ah, es waren sogar zwei, habe ich gar nicht gesehen. Die auch nochmal weghämmern können. Hammer time. Okay, die kenne ich gar nicht. Die Bank, die du meinst. Die ist mir neu. Hat die irgendwelche Vorteile? Ist die irgendwie cooler? Hat die einfach nur den cooleren Namen? Oder? Ich weiß es nicht. Kannst du mich bitte aufklären? Ich bin sehr interessiert an sowas. Hier hoch. Dann 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Es wird gleich ein bisschen komisch aussehen. Krass, wie hell dieser Raum wird. Der war immer so dunkel. Ich wollte ihn eigentlich dunkel gestalten. Aber irgendwie habe ich nicht so die Tendenz dazu irgendwie gerade hier. Ich weiß nicht, warum. Das war ich nicht, das war schon so. Als ich hier eingezogen bin, man hat mich gewarnt. Man hat mich genau vor diesen Löchern gewarnt. Und dann hat man gesagt, pass auf, da sind Rohre drin. Wir wissen auch nicht, woher die kommen. Die sind aus